Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Nach dem Flip 4 wird es heute natürlich auch noch Zeit für meinen Test des Samsung Galaxy Z Fold 4. Und ich sage es ja immer wieder, für mich persönlich ist das deutlich spannendere Konzept eines solchen Foldables, weil ich damit einfach im Alltag einen größeren Mehrwert habe. Es ist aber auch nach wie vor deutlich teurer als das Flip 4 und auch hier halten sich die Änderungen oder Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger wirklich in Grenzen. Klar, wir haben einen neuen Prozessor, wir haben ein etwas besseres Kamerasetup, das Hauptdisplay soll noch etwas heller sein, aber das war es dann im Prinzip auch schon. Und ob das wirklich ausreicht, um den nach wie vor extrem hohen Preis zu rechtfertigen oder ob Samsung sich dieses Update nicht vielleicht sogar hätte sparen können, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Designtechnisch hat sich auf den ersten Blick auch beim Fold 4 kaum etwas getan. Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger fällt aber auf, dass es etwas breiter, dafür nicht mehr ganz so lang ist. Es ist auch ganze 8 Gramm leichter geworden, aber das könnt ihr vernachlässigen. In der Hand macht das alles keinen allzu großen Unterschied. Man hat hier im geschlossenen Zustand immer noch das Gefühl, ein Sandwich aus 1,5 bis 2 normalen Smartphones in der Hand zu halten. Das und das hohe Gewicht von 263 Gramm sorgen auch dafür, dass das Fold 4 in vielen Hosentaschen dick aufträgt und in manche vielleicht auch gar nicht mehr so ohne Probleme reinpasst. Gerade hier hätte ich mir irgendwie mehr erhofft. Oppo beispielsweise hat ja schon gezeigt, dass man dieses Foldable Design auch mit einem etwas anderen Formfaktor umsetzen kann. Aber bis sich in Sachen Gewicht und Dicke wirklich was tut, werden vermutlich noch ein paar Jahre vergehen müssen. Ein bisschen was hat sich dann aber doch getan. Wenn ihr vom Fold 3 oder gar 2 kommt, dann dürfte euch schnell auffallen, dass das 6,2 Zoll große AMOLED-Außendisplay nun noch dünnere Ränder hat und nicht mehr ganz so sehr in die Länge gezogen ist. 23:9 ist zwar immer noch weit von dem entfernt, was man sonst von aktuellen Smartphones kennt, aber es geht in die richtige Richtung. Anders als etwa beim Flip kann man mit diesem Außendisplay zumindest Benachrichtigungen lesen, schnell beantworten, auf die Navigation schauen oder durch Spotify scrollen. Das Fold muss sich nicht unbedingt öffnen, um damit arbeiten zu können oder die wichtigsten Funktionen zu steuern. Das ist der größte Vorteil dieses Konzepts. Naja, und natürlich, dass man im aufgeklappten Zustand ein 7,6 Zoll großes flexibles AMOLED-Display nutzen kann. Die Auflösung bleibt auch hier unverändert und während das Außendisplay nur auf bis zu 48 Hertz runtergeregelt werden kann, unterstützt das Hauptdisplay alles zwischen 1 und 120 Hertz. Auch hier fällt auf, dass die Displayränder etwas dünner geworden sind. Das sieht so einfach noch etwas futuristischer aus. Mit dabei ist auch wieder eine 4 Megapixel Under-Display-Frontkamera, die laut Samsung nun nicht mehr so deutlich zu sehen sein soll. Das kann ich allerdings nicht bestätigen. Ich sehe hier ehrlich gesagt keinen wirklichen Unterschied. Sowohl bei dunklen, aber erst recht bei hellen Hintergründen kann man sie deutlich erkennen. Das macht beispielsweise ZTE deutlich besser. Die Bildqualität, naja, sie ist vielleicht einen Tick besser als letztes Jahr, aber in vielen Situationen noch immer unbrauchbar. Bevor man sowas Halbherziges macht, sollte man dann vielleicht einfach wieder auf ein klassisches Punch-Hole setzen. Der Rahmen besteht wieder aus Aluminium, ist nun aber ähnlich wie beim Flip in Hochglanzoptik gehalten. Das hat den Vorteil, dass sich das Gerät in der Hand etwas schlanker anfühlt und ich finde das Fold 4 insgesamt auch etwas griffiger. Der Rahmen ist nun aber definitiv wieder anfälliger für Fingerabdrücke. Beim Layout hat sich quasi nichts getan, Powerbutton und lauter Leisewippe bleiben rechts. Gerade der Powerbutton ist deutlich besser zu erreichen als beim Flip. Der integrierte Fingerabdrucksensor ist und bleibt der gleiche wie letztes Jahr. Er geht in Ordnung, könnte aber gerade mit nassen oder schwitzigen Fingern zuverlässiger sein. Für den Preis sowieso. Der wahlweise 256 oder 512 GB bzw. 1 TB große interne Speicher kann natürlich auch nicht erweitert werden. Immerhin unterstützt das Fold 4 aber Dual-SIM mit zwei physischen SIM-Karten, ist ja beim Flip 4 auch nicht der Fall. Oben finden wir neben diversen Mikrofonen den ersten von zwei Lautsprechern. Der zweite befindet sich zusammen mit dem USB-C 3.2 Port auf der Unterseite. Sie klingen ähnlich hervorragend wie beim Vorgänger, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und dabei ist auch das Fold 4 nach IPX8 gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Ich würde das zwar immer noch nicht ausprobieren, aber für den Fall der Fälle ist es halt ganz gut zu wissen. Die Hinge macht auch hier einen noch stabileren Eindruck und unterstützt nun noch etwas mehr Winkel zuverlässig. Spätestens das Fold 2 hat ja gezeigt, dass diese Geräte durchaus auch für den Langzeitgebrauch ausgelegt sind. Da müsst ihr euch beim Fold 4 also definitiv keine Sorgen machen. Die Knickstelle ist aber noch immer genauso deutlich zu sehen und zu spüren wie beim Vorgänger. Daran gewöhnt man sich aber schon nach ein paar Tagen. Aber ja, einige Konkurrenten haben ja bereits gezeigt,
dass das auch anders geht. Die nehme ich aber erst so richtig ernst, sobald sie diese Geräte nicht nur in homöopathischen Dosen in China verkaufen. Diese Foldables millionenfach zu produzieren und zu verkaufen, schafft halt nach wie vor nur Samsung. Das ist und bleibt halt eine fragile und vor allem kostenintensive Angelegenheit. Deshalb würde ich jedem von euch, der sich so ein Fold 4 holt, empfehlen, es gut zu schützen. Mein Partner Spiegen bietet auch für das Fold 4 diverse Cases an. Da gibt es natürlich Klassiker wie das Slim Armor Pro, das ist genau das Richtige, wenn ihr einen bestmöglichen Schutz sucht. Hier kommt eine zweischichtige Konstruktion zum Einsatz, die nicht nur das Fold 4, sondern auch die Hinge komplett schützt. Trotzdem kann das Fold 4 noch immer ohne Probleme auf- und zugeklappt werden. Ich persönlich bin auch großer Fan des Thin Fit P, einerseits weil es nochmal etwas dezenter und dünner ist, andererseits aber weil ihr hier direkt den optional erhältlichen S Pen integrieren könnt. Also wenn ihr eh plant, euch den S Pen zu holen und euch daran stört, dass der nicht im Gehäuse des Folds verstaut werden kann, dann ist dieses Case die perfekte Lösung. Mein Favorit ist aber auch hier das Airskin oder der Airskin, denn ist es von allen vorgestellten Cases das, das am wenigsten aufträgt und das Design des Fold 4 quasi kaum verändert. Neben den farbigen Versionen gibt es das Ganze auch noch in komplett transparent. Es macht euer Fold 4 nur 1,1 mm dicker und schützt trotzdem zuverlässig. Für alle, die es möglichst clean halten und viel vom Design des Fold 4 sehen wollen, ist es die perfekte Wahl. Ich verlinke euch wie immer alle Cases unten in der Videobeschreibung. Die Rückseite besteht wieder aus mattem Glas und fühlt sich extrem hochwertig an. Bis auf die neuen Farben und das angeblich noch stabilere Glas kann ich hier allerdings keine Unterschiede erkennen. Das Kameralayout sieht auf den ersten Blick auch ähnlich aus. Bei genauerem Hinschauen merkt man aber schnell, dass zwei der drei Sensoren deutlich größer sind. Die 50 Megapixel Hauptkamera und die 10 Megapixel Telesum-Linse kennen wir bereits vom Galaxy S22 und S22 Plus. Komplettiert wird das Ganze durch eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera, zur Bildqualität dann gleich noch mehr. Die Kameras ragen noch stärker aus dem Gehäuse hervor als beim Vorgänger. Auf einem Tisch liegend wackeln beide aber nur im zugeklappten Zustand merkbar. Noch kurz die restlichen technischen Daten, bevor es dann ans Eingemachte geht. Als Plattform kommt natürlich auch hier Android 12 mit Samsungs One UI zum Einsatz. Wie auch schon beim Flip setzt man auf den Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 als Prozessor. Dazu gibt es 12 GB RAM. Auch softwaretechnisch hat sich nicht wirklich viel getan. Samsung versucht natürlich alles, um aus diesem Formfaktor das Maximum rauszuholen, aber die Anzahl an wirklich angepassten Apps stagniert meiner Meinung nach seit Monaten. Das soll sich jetzt zwar alles ändern, das haben sie aber auch schon letztes Jahr gesagt. Wenn der Flex-Mode funktioniert bzw. Apps dafür optimiert wurden, ist es aber oft wirklich cool und nützlich. Über das Thema Multitasking brauchen wir gar nicht diskutieren, das geht auf keinem anderen Smartphone so gut und komfortabel wie auf einem Fold. Ich mag auch die überarbeitete Taskleiste, die in den meisten Apps jetzt dauerhaft eingeblendet wird. Das ist natürlich nur ein kleines Detail, spart aber teilweise echt viel Zeit. Ansonsten bleibt es eigentlich beim Üblichen. Die One UI ist mittlerweile sehr reduziert, bietet aber einige nützliche Zusatzfunktionen und Samsung garantiert auch hier wieder 4 große Android-Versions-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Das ist natürlich klasse. Die Performance ist ähnlich hervorragend wie beim Flip 4. Sie war schon letztes Jahr klasse, aber auf dem Fold 4 wirkt alles irgendwie nochmal etwas flüssiger und flotter. Mit der aktuellen Software habe ich auch kaum Ruckler oder gar Verzögerungen. Das Fold 4 läuft jetzt schon besser als das S22 Ultra nach 8 Monaten und diversen Updates. Also der Prozessor ist ein Volltreffer. Auch was Spiele oder andere aufwendige Tasks angeht. Das Fold 4 schafft alles ohne Probleme und in toller Grafik. Gerade Zocken macht auf dem riesigen Hauptdisplay natürlich extrem viel Spaß, vor allem mit den paar Spielen, die wirklich dafür optimiert wurden. Dabei bleibt das Gerät sogar etwas kühler als der Vorgänger. Das ist das erste wirklich gelungene Upgrade am Fold 4. Beim Display halten sich die Unterschiede dann ehrlicherweise wieder in Grenzen. Die Auflösung ist ausreichend hoch, sodass man im Alltag meist keine einzelnen Pixel mehr erkennt. Farbdarstellung und Farbechtheit beider Displays sind gut, das waren sie aber auch schon letztes Jahr. Ich finde den Weißwert noch einen Tick besser, sehe sonst aber kaum Unterschiede, vor allem beim Außendisplay nicht. Das Hauptdisplay soll laut Samsung ja noch heller geworden sein, auch das merkt man aber kaum. Ich habe intensiv verglichen. Im manuellen Modus werden beide gleich hell, im Automatikmodus bei direkter Sonneneinstrahlung wird das Fold 4 vielleicht einen Tick heller, aber groß ist der Unterschied echt nicht. Hier ist es immer noch so, dass es etwas schlechter abzulesen ist als etwa ein Galaxy S22 Ultra, auch weil das flexible Display einfach noch mehr spiegelt. Mit die größten Unterschiede, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, gibt es aber natürlich bei der Kamera. Nicht etwa bei der Software, auch hier ist quasi alles unverändert. Nachtmodus, Porträtmodus, Pro-Modus und so weiter, das gab es ja auch schon beim Vorgänger. Aber die Hauptkamera liefert definitiv nochmal eine sichtbar bessere Bildqualität. Vor allem in Sachen Bildschärfe, aber auch was die Farbwiedergabe und den Dynamikumfang angeht. Das ist in meinen Augen 1:1 das Galaxy S22 Niveau und sieht einfach gut aus. Vor allem auch bei weniger Licht profitiert die Kamera enorm von dem größeren Sensor. Die Aufnahmen werden sichtbar heller und detailreicher, hier setzt man sich auch nochmal deutlich vom Flip 4 ab. Die Kamera des Fold 3 war schon gut, aber die des Fold 4 ist definitiv noch besser. Auch die Telesum-Linse, die einen dreifachen optischen Zoom ermöglicht, wurde sichtbar verbessert. Vor allem bei guten Lichtbedingungen kann man hier echt brauchbare Aufnahmen machen. Klar, ein S22 Ultra
ist dann natürlich nochmal sichtbar besser, vor allem wenn es nah rangeht, aber das Fold 3 war auch sichtbar schlechter. Einzig bei der Weitwinkelkamera sehe ich kaum Verbesserungen. Bei viel Licht geht das in Ordnung, da liefert sie teilweise durchaus einen Mehrwert, aber bei weniger Licht wird sie relativ schnell unbrauchbar. Da darf man gerade für den Preis durchaus mehr erwarten. Die 10 Megapixel Frontkamera des Außendisplays liefert auch eine nahezu unveränderte Bildqualität. Das ist nichts Besonderes, aber immerhin wurde die Farbwiedergabe etwas verändert und für Videocalls reicht es aus. Für alles andere würde ich euch aber empfehlen, die Hauptkamera zu nutzen. Das Außendisplay kann man hier hervorragend als Viewfinder nutzen. Ein weiterer Vorteil dieses Foldable Designs. Empfang und Sprachqualität sind nahezu unverändert im Vergleich zum Vorgänger. Das ist und bleibt ordentliches Standardniveau. Der Vibrationsmotor wurde allerdings spürbar verbessert. Ich denke mal, das ist der gleiche wie in der S22-Reihe. Das ist so ein kleines Detail, über das tatsächlich kaum geredet wurde. Die Akkukapazität hingegen bleibt mit 4400 mAh unverändert. Viele, mich eingeschlossen, hatten ja die Hoffnung, dass die letztendliche Laufzeit durch den effizienteren Prozessor eventuell trotzdem deutlich besser geworden ist, aber das ist zumindest bei mir nicht der Fall, also zumindest nicht deutlich. Ja, der Standby-Verbrauch ist spürbar niedriger und ich schaffe jetzt mit aktivierten 120 Hz immerhin um die 6 Stunden Display-On-Time. Das ist etwas mehr als beim Vorgänger, mit 60 Hz sind immerhin um die 7,5 Stunden möglich. Das reicht, um durch den Tag zu kommen und wenn man das große Hauptdisplay weniger intensiv nutzt, dann kann man sicherlich noch deutlich bessere Laufzeiten erzielen, aber dafür hole ich mir doch auch kein Fold. Das Geile ist das große Hauptdisplay und das will ich auch nutzen. Also hier fallen die Verbesserungen leider nicht so deutlich aus wie beim Flip, das ja auch einen größeren Akku bekommen hat. Fast Charging wird mit bis zu 25 Watt unterstützt, nach wie vor. Es dauert immer noch über 1,5 Stunden, bis der Akku komplett voll ist. Das ist für den hohen Preis in meinen Augen ein Witz. Wireless Charging wird zusätzlich mit bis zu 15 Watt unterstützt. Bevor wir jetzt gleich zu meinem eigentlichen Fazit kommen, möchte ich noch kurz was klarstellen. Ich bin eigentlich ein riesiger Fan von diesem Galaxy Fold Konzept, habe ich ja zu Beginn des Videos schon erwähnt. Und wenn wir jetzt mal so Dinge wie den hohen Preis oder den Vergleich zum Vorgänger außer Acht lassen, dann ist auch das Galaxy Z Fold 4 wirklich wieder ein richtig tolles Smartphone, das mir extrem gut gefallen hat. Für mich ist es aktuell das beste Foldable auf dem Markt und ich finde es wirklich beeindruckend, was Samsung hier in dieser Produktkategorie in den letzten 3 Jahren geschaffen hat, weil länger gibt es die Dinger ja auch noch nicht. Klar, es gibt mittlerweile Konkurrenz, beispielsweise von Oppo, von Huawei, von Honor und so weiter, aber es ist für mich keine wirkliche Konkurrenz, weil viele dieser Geräte, die werden außerhalb Chinas nicht mal verkauft. Die müssen erstmal zeigen, dass sie so ein Foldable wirklich millionenfach produzieren und dann auch verkaufen können und dass die Geräte dann nach 2 bis 3 Jahren tatsächlich noch funktionieren. Das hat bisher nur Samsung geschafft. Aber bei all dem Lob finde ich irgendwie der Meinung, dass man sich dieses Galaxy Z Fold 4 tatsächlich hätte sparen können. Ja, die Kamera ist nochmal etwas besser geworden, die Akkulaufzeit ist etwas besser. Ich mag auch den neuen Vibrationsmotor und dieses neue Seitenverhältnis, dass das Gerät etwas breiter ist, nicht mehr ganz so hoch. Vor allem beim Außendisplay, das ist definitiv nice to have, aber das rechtfertigt für mich halt wirklich keine neue Generation. Zumindest nicht bei diesem oder für diesen hohen Preis. Wie gesagt, beim Flip 4 habe ich ja gesagt, Samsung hat alles richtig gemacht, genau an den richtigen Punkten angesetzt. Aber fairerweise muss man halt auch einfach sagen, das Flip ist deutlich günstiger und das Flip hatte letztes Jahr, also das Flip 3, das hatte deutlich mehr Probleme als das Fold 3. Das hatte diese Probleme nicht. Und da fällt halt einfach im direkten Vergleich meiner Meinung nach der Sprung nochmal deutlich geringer aus. Trotzdem bleibt halt der hohe Preis von 1.799 €. Wenn Sie jetzt ähnlich wie letztes Jahr beim Flip 3 den Preis deutlich nach unten gesenkt hätten, ja, dann könnten wir drüber sprechen, dann wäre das so die USP, aber das ist ja auch nicht geschehen. Deshalb hätte ich halt einfach gesagt, hey, dann wartet halt ab, bis ihr wirklich eine große Neuerung bieten könntet. Zum Beispiel eine deutlich bessere Kamera, also das Kamera-Setup vom Galaxy S22 Ultra zum Beispiel oder ein deutlich dünneres, leichteres Gerät oder einen deutlich größeren Akku. Das wären so Dinge, wo ich wirklich sagen würde, da lohnt sich eine neue Generation auch für diesen Preis von 1.799 €, aber das ist hier halt alles nicht der Fall. Und ich verstehe auch wieso, weil sich all diese Punkte, die ich jetzt gerne gesehen hätte, bei so einem Foldable, gerade bei diesem Konzept hier halt nach wie vor so ein bisschen gegenseitig ausschließen, da werden wir einfach noch vermutlich eher 2-3 Jahre warten müssen, bis es dann wirklich so weit ist, bis diese Geräte deutlich dünner, deutlich leichter werden, bei den Kameras noch besser werden, bei der Akkulaufzeit noch besser werden, aber dann hätte man halt wirklich auch so lange meiner Meinung nach mit einem Update warten können, bis man wirklich eine neue Generation bringt. Ich verstehe natürlich den Markt und ich weiß, wieso Samsung das trotzdem gemacht hat, so funktioniert es halt einfach, aber ich kann euch nur den ehrlichen Rat geben, also entweder wartet ihr, bis der Preis hier deutlich sinkt, gerade mit Hinblick auf Weihnachten halte ich hier auch so
1000, 1100 Euro nicht für ausgeschlossen. Das war bei den Vorgängern auch teilweise schon der Fall. Oder ihr holt euch einfach das Fold 3, weil die Unterschiede halten sich wirklich in Grenzen und das bekommt man teilweise gerade auch gebraucht und so weiter deutlich günstiger. Oder aber ihr wartet halt einfach aufs Galaxy Z Fold 5 oder 6 oder 7, bis es wirklich mal wieder signifikante Änderungen gibt. Also das ist hier wirklich ein tolles Gerät und das soll hier jetzt gar nicht falsch rüberkommen. Für mich ist es das beste Foldable auf dem Markt, aber ich bleibe dabei. Also dieses Update hätte man sich meiner Meinung nach, wenn man mal ganz ehrlich ist, einfach sparen können. Ja, jetzt seht ihr nochmal meine Pro- und Kontrapunkte, wie ihr das kennt, eingeblendet. Sind wir ja im Laufe des Videos eh schon durchgegangen. Es fehlt nur ein neutraler Punkt und das ist die Akkulaufzeit. Die ist jetzt etwas besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war die, glaube ich, noch bei meinen Kritikpunkten. Aber der Sprung ist nicht so groß wie etwa beim Flip 4. Da ist es ja auch nicht bei den Pro-Punkten bei mir. Die Akkulaufzeit ist jetzt einfach in Ordnung, wenn man bedenkt, dass es ein Foldable ist. Man kann damit durch den Tag kommen, aber recht viel mehr ist es halt immer noch nicht. Also das reicht bei mir nicht für die Pro-Liste. Deshalb ist es eben, wie gesagt, neutral. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.